Jetzt haben wir ja schon einiges über die positiven Eigenschaften von Tee gehört, aber Tee kann auch durchaus gesundheitsschädlich sein. Wenn er zum Beispiel Pestizide enthält, das ist bei einigen Tees oder bei vielen Tees aus China der Fall, oder bei Heilpflanzentees, die problematische Inhaltsstoffe haben. Gerade Ginkgo-Tee ist da in letzter Zeit sehr ins Gerede gekommen. Stress, Hektik, Dauerbelastung. Alltag heute in vielen Büros. Es bleibt kaum Luft durchzuatmen, vor allem wenn nachmittags auch noch die Konzentration verloren geht. Mancher greift da gerne mal zu einer Tasse Tee. Ginkgo-Tee. Der soll Gedächtnis und Konzentration wieder stärken. So zumindest die Werbeversprechen. Und das Geschäft boomt. Nicht nur in Apotheken, auch in Reformhäusern und im Supermarkt kann man sich mit Gedächtnistees versorgen. Gewonnen werden solche Tees ganz oder überwiegend aus den Blättern des Ginkgo-Baums. Über 1000 Jahre alt kann der Baum werden, der ursprünglich aus Fernost stammt. Inzwischen wird Ginkgo auch in Europa kultiviert und arzneimedizinisch genutzt. Die Hersteller müssen sich aber in diesem Fall verpflichten, die in den Blättern enthaltene Ginkgo-Säure bis zum technisch Machbaren aus dem Naturextrakt herauszufiltern. Denn Ginkgo-Säure steht im Verdacht, die Gesundheit zu gefährden. Keine Vorschriften gibt es dagegen für Ginkgo-Tees. Einige Experten warnen deshalb vor dem Konsum solcher Produkte. Wir wollen wissen, wie viel Ginkgo-Säure in den Tees steckt und wenden uns an das Labor Synlab in Leinfelden bei Stuttgart. Insgesamt 7 Ginkgo-Tee-Fertigmischungen sollen hier auf ihren Säuregehalt untersucht werden. Grundlage ist das deutsche Arzneibuch, in dem Grenzwerte für Ginkgo-Säuren in Arzneimitteln festgelegt sind. 5 ppm entsprechen einer Einnahme von maximal 1,2 Mikrogramm pro Tag. Doch wie lässt sich dieser Grenzwert bei Ginkgo-Tees bestimmen? Dazu wird den Teebeuteln zunächst ein Teil der Mischung entnommen, gewogen und in Methanol gelöst. Der Alkohol gilt als optimales Lösungsmittel. 1,5 Stunden dauert die anschließende Analyse des Ginkgo-Säuregehalts. Die Ergebnisse sind erschreckend. Zum Beispiel hat diese japanische Tempelbaum-Kräuterteemischung eine Konzentration von über 900-fache des erlaubten Grenzwertes. Alle anderen Teemischungen haben aber auch Konzentrationen an Ginkgo-Säure, die etwa um das 100- bis 200-fache höher liegt als der im Arzneibuch angegebene Grenzwert. Damit bestätigt die Untersuchung Testergebnisse des Zentrallabors Deutscher Apotheker. Dort wurden schon vor 3 Jahren ähnlich hohe Werte in den Tees festgestellt. Welche Folgen kann der Konsum von zu viel Ginkgo-Säure für den Menschen haben? Und vor allem, lösen sich die Säuren auch in Wasser? Schließlich gießen wir Tee ja nicht mit Methanol auf. Danach fragen wir Rüdiger Hillmann von der Giftinformationszentrale Hessen-Rheinland-Pfalz. Wie beurteilt der Toxikologe die gemessenen Werte? Also man muss davon ausgehen, dass die Ginkgo-Säure eher schlecht wasserlöslich ist. Das heißt, in den Tees wird sicherlich nicht die ganze Ginkgo-Säure, die hier gemessen wurde, drinnen sein. Aber trotzdem bei diesen massiv hohen Werten, die wir hier sehen, muss man davon ausgehen, dass doch toxische Mengen in diesem Tee vorhanden sind. Riskant sind diese Mengen Ginkgo-Säure in den Tees vor allem, wenn man sie auf Dauer und in hohen Mengen aufnimmt. Diese Ginkgo-Säuren bewirken halt schwere Allergien. Das ist das eine. Zum Zweiten können sie aber auch schwere Magenschleimhautentzündungen hervorrufen. Wenn ich ständig meinen Magen mit Säuren befeuere, dann wird er irgendwann sich schwer entzünden. Dann wird er irgendwann in die Knie gehen. Das Gleiche gilt auch für die Niere. Die Tees haben also ein gesundheitsgefährdendes Potenzial. Und das ist nach Einschätzung des Toxikologen sogar größer als der vermeintliche Nutzen der Ginkgo-Tees. Es gibt eigentlich keinen wissenschaftlichen Beweis, dass diese Tees in irgendeiner Form sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Es wird dem Verbraucher suggeriert, dass er hier die Hirnleistung mit steigert. Aber die Wahrscheinlichkeit auf eine negative Wirkung ist eigentlich größer als der positive Nutzen. Die Wirtschaftsvereinigung der Teehersteller sieht in diesen Befunden dennoch keinen Grund, die Produkte vom Markt zu nehmen.
Wer Konzentration und Denkvermögen steigern möchte, kann das aber auch anders tun. Mit regelmäßigen Pausen und einem Spaziergang an der frischen Luft. Das wirkt nachweislich, birgt keine Risiken und ist zum Nulltarif zu haben.